So, da, da, willkommen zurück. Mein Leben gehört euch. Mein Leben for you. Willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel, das sich da, na, jetzt auch so Republic nennt. Wir, sind Visas. Und müssen hier irgendwelche mandalorianischen Lager suchen. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Und müssen leider ich hab noch ohne. Mehr davon im Angebot. Müssen leider ohne die reichhaltigen Mana-Vorräte meines Haupthelden auskommen. Aber man kann nicht alles haben, sag ich immer, ne? Weißt du gar nicht, was Visas Lichtschwert kann? Oder kann irgendeiner von euch Joker Minen entschärfen? Weiß nicht, wie gut Arton darin tatsächlich ist. Ich bin jetzt auch nicht gerade willens. Das waren vor allem starke Splitterbomben. Das lohnt sich richtig. Also jetzt, ob wir nochmal einen Engpass gibt, könnten wir die starken Splitterbomben tatsächlich nochmal einsetzen. Moment. Hinter den Minen? Ja. Seht ihr den Sensor? Mhm. Ein Sensor, den unsere Feinde einsetzen. Das Relais ortet alles, was sich ihm nähert. Nur Leute, die mit Tarnfeldgeneratoren umgehen können, kommen daran vorbei. Aber wenn ihr nicht alle mit Tarnfeldgeneratoren umgehen könnt, werdet ihr geortet. Schade. Ihr hättet weniger Ärger, wenn ihr unbemerkt vorbeikämt. Wir können die Sprengung bauen. Jemand geht nahe ran und lässt hinter das eine Überraschung. Die Person, die an Tafel benutzen kann, sollte es auch deaktivieren können. Wir sollten uns nicht mehr mit dem Sensor abgeben. Sie wissen bereits... Achtet auf die Minen. Wenn in der Nähe des Sensors eine explodiert, können wir es gleich vergessen. Jetzt muss ich hier mit Arthur noch in Tarnung gehen, oder was? Warte hier. Ich weiß übrigens nicht, wie gut Arthur tatsächlich in Tarnung ist. Eigentlich sammle ich die Minen nur ein, weil ich rumgreede. Mandalore hat keinen Mana. Das ist ja auch ein Ding. Von allen Leuten. Das ist tatsächlich der Macht komplett abge... Ich weiß übrigens nicht, warum Visas für diese Mission ein guter Wahl ist. Es fühlt sich gerade ein bisschen an wie dieser, der Prototyp dieser Mass Effect 2 Mission. Weil ich übrigens auch einfach mal probieren müsste eigentlich. Mal nicht mein Schiff. Du konntest doch in Mass Effect 2. Eigentlich muss ich das nicht spielen, sondern ich kann es ja einfach nachgoogeln. Du konntest dein Schiff irgendwie Stück für Stück reparieren und so Dinge machen und so Wartung. Und ich habe dann natürlich alles schön gemacht damals. Aber die Frage wäre jetzt halt, was passiert, wenn du das nicht machst? Wenn du einfach losfliegst. Ohne repariertes Schiff sterben dann gleich ein paar Leute. Ich glaube, ich habe auch irgendwie... Ich glaube, ich habe Schack was verloren. Ich habe auf jeden Fall Leute verloren. Bei der Mission. So, hat er genug Technik dafür? Der Sensor scheint aktiviert zu sein. Also leise vor sich hin. Den Sensor mit einer Sprengladung zerstören. Charaktere sterben? Ah ja. Okay, das war jetzt ja... wow. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, okay. Ich folge euch. Hatten wir auf jeden Fall so. Du musst ausschalten. So. Ich glaube höchstens zwei oder so. Naja. Aber ich habe trotzdem irgendjemanden verloren, weil ich... Irgendjemanden hatte ich, glaube ich, losgeschickt, um die Leute zu retten. Was ist das denn jetzt schon wieder? Quicksave? Vor allem auf einmal gibt es hier auf Duxun so komische Felder. Geschützenergiegenerator. Der Notstromgenerator ist das Last auf einmal frei. Er wird verschiedenen Hebeln und Schaltern bedient. Generator ausschalten. Der Generator bleibt stehen. Geschütze in diesen Gegen sollten nicht mehr funktionieren. Warum auch immer man sowas wie einen Geschützgenerator überhaupt hat. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Oh. Man, relativ viel Schaden, die Boomer-Viecher. Aber gut, dass all meine Jedi... Was ist das für ein lustiges Schiff? Es sieht jetzt eher ein bisschen aus wie die Oberfläche von... Ach, das ist ein Sumpf. Ich komme gar nicht rüber, aber... Ob es ein Giftsumpf ist? Ja, das sind aber reguläre Sith-Truppen mit der guten alten Leuchterrüstung. Shane Gun-Geschütz. Dieses Geschütz ist deaktiviert. Eindringlinge, tötet sie! Das sind richtig klassische Sith, ne? Wie viel Mana hat Arton eigentlich? Oh, nicht so viel. Aber die Sith halten schon nicht so viel aus. Das? Achso, das kann ja nicht springen. Davon habe ich noch mehr. Ihr seid kein Gegner für uns. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Sag einfach Bescheid. Das Ding ist, Visas könnte auch noch Machtwelle zaubern. Ich habe vielleicht jetzt nicht mehr die absolute Roffel-Machtwelle-Crew dabei, aber immer noch zwei Stück, ne? Computer hacken? Kann ich bestimmt nur die Überwachungskameras, Basislager? Ja, bin ich gerade schon. Wo ist die Kamera? Minenfeld. Wow. Wenn die so eine tolle Kamera haben, warum haben sie nicht mit Systembefehle? Gebietsschimmerladen. Das ist richtig ja Quatsch. Oh, was ist das? Oh.
Officer Logs. Das ist mein erster Tag auf Duxun. Mein Vorgänger missfiel unseren Meistern und wurde ersetzt. Der Narr hat Kenox reingelassen. Die Sith tolerieren keine Fehler. Ich bin der fünfte Captain, der dieses Lager kommandiert. Das Lager liegt im Schatten des Grabes. Meine Untergebenen sagen, dass der Körper eines Kriegers namens Freedon Ned darin ruht. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir sorgen dafür, dass die Bestie nicht ins Lager und erst recht nicht bis zum Grab kommt. Ein trostloser Auftrag. Wiedersehen. Wiedersehen. Schön, dass das einspringt. Aber Freedon Ned, das war der eine Typ, der nicht auf Korriban war. 13b. Der Dschungel erinnert mich an Korriban vor dem Krieg. Alle sind gereizt. Ständig werden Leute exekutiert. 50% mehr als unter meinem letzten Kommando. Dieser Dschungel ist blutrünstig. Die Bestien greifen immer wieder unseren Schutzwall an. Wir mussten schon 4-mal die Minen erneuern. Wir haben heute neue Ausrüstung und frische Männer bekommen. Die Ausrüstung ist sofort im Grab verschwunden. Keine Ahnung, was es war. Demnächst müssten noch mehr Sith kommen. Sie wollen, dass wir eine der Bestien für sie fangen. Ohne weitere Erklärung, wie immer. Wiedersehen. Dieses Wiedersehen, das verkauft es für mich. Kodierte Nachrichten von Planeten und von Onderon. Es gibt Krieg. Ich glaube, wir haben ein Schiff im Orbit. Wir befinden uns im Krieg. Gegen einen unbekannten Gegner. Einer der Sith-Meister hat eine Störung der Macht erwähnt. Was bedeutet das? Wie bereite ich mich darauf vor? Das klingt doch nach einer ernsten Bedrohung. Jedenfalls schieben wir bei der Überwachung der Sensoren ab jetzt Doppelschichten. Das Einzige, das unsere Meister so beunruhigen könnte, wäre eine Invasion der Armee von Onderon. Aber wir sind vorbereitet. Angeblich kommt bald Verstärkung. Als ich um weitere Informationen bat, sagten die Sith, ich soll mich überraschen lassen. Sehr witzig. Ich hasse es, wenn Sith Witze machen. Wiedersehen. Dieses Wiedersehen ist einfach herrlich. Vor allem, wie lange sind die hier? Seit 5 Minuten? Und er sagt hier so... Mein Leben gehört euch. Ja, mein Leben von Azul. Fähigkeiten hier. Wie gesagt, das ist voll gut in selber heilen, ne? Das kann ich mit ihr jetzt eigentlich noch leveln. Empathie? Nee, warte mal, aber sie kann doch hier noch... Das hier, genau. Zähigkeit kann sie noch leveln. Meisterzähigkeit. Kräfte. Ich ärgere mich übrigens dessen so über Level-Ups, weil die mir halt einfach Zeit kosten, ne? Das ist halt irgendwie... ich weiß nicht mehr so richtig, was ich noch leveln soll bei den ganzen Charakteren. Und dann mache ich das halt die ganze Zeit und klicke mich da durch. Und irgendwie, es wirkt halt so beliebig. Klar, ich könnte auch automatisch ein Level-Up machen, aber das will ich halt auch nicht. Und das macht Fokus Form 1. Super. Das heißt, wir können mit ihm bald mehr zaubern. Ist das nicht toll? Nee, warte mal. Macht-Dings bringt ja gar nichts, das zu leveln. So, die höchste Stufe davon bringt auch nichts. Ja, weiß ich nicht. Machtunterdrückung. Verwunden. Wiederbelebung. Komm, wir leveln. Nee, das kann ich auch nicht einsetzen. Ja, komm, hier dieses dumme Schutzschild. Das war aber auch irgendwie nur am Anfang, wo irgendwie noch Lebenspunkte knapp waren, war das Schutzschild irgendwie gut. Danach hat das ganz schön schnell an Nützlichkeit verloren. Beidhändig, oder? Das. Ja, ist mir gerade aus eingefallen, dass er Zähigkeit noch nicht hat. Das ist ein Spind. Ich dachte, Spinnen haben wir sie eigentlich schon, dass sie irgendwie hier rumstehen. Eine einzelne Ionengranate. Muss ich mit Robotern rechnen? Ja, gut, das ist anscheinend alles. Und jetzt nochmal Metallkiste. Sehr. Bindus Band. Ach ja, okay. Bindus Band ist ja auch ein witziges Name. Niemand weiß, ob dieses einfache Band je ein Jedi gehört oder ob... aber Julie hat das sicher zu schätzen gewusst. Immerhin hilft es ein Jedi, sich auf den schmalen Grat zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht zu wandeln. Charisma 3! Schadensimmunität gegen helle und dunkle Seite. Wir sind in der Tat dran, das wird sie ja nicht. Ist hier irgendwas bei, was mir Widerstand leisten kann? Das ist Lidetrooper, okay, gut. Und wir können ja mal taktisch reingehen. Warte mal, ich glaube, Visas kann nicht. Wie kann ich dienen? Genau, die kann nämlich den Meister Widerstand. Ich höre. Machen die kaum Schaden? Ist der Schwierigkeitsgrad richtig? Eine Schwäche wird offenbar. Die Ehre. Ach, das ist ein Kriegsruin. Wer seid ihr denn alle? Ich hab noch mehr davon im Angebot. Sag einfach Bescheid. Also ich muss ja sagen,
dass Olle Visas überraschend viel Mana hat, ne? Der Generator Assist. Generator ausschalten. Der Generator stehen in dieser Gegend sollte nicht länger funktionieren. Warum auch immer ihre Energiegeneratoren irgendwo offside stehen müssen. Aber ich stelle das nicht in Frage. Ja gut, das war ja eine sehr beeindruckende Verteidigungsgeschichte hier. Aber kann ich nicht in eine andere Lichtschwertform machen? Genau, die hier war doch besser, für, wenn man mehr zaubern wollte. Keiner von denen hat was gedroppt. Da vorne ist noch ein Cis-Grenadier. Warum lebt der denn noch? Ist der gerade gespawnt? Bei Visas, wir müssen mal kurz spammen hier. Ach schön, sie haben sogar so... Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich mach dich fertig. Davon hab ich noch mehr. Die Frage ist so ein bisschen für mich. Sag einfach Bescheid. Durch was dieses Ereignis eigentlich getriggert wurde auf Doxun? Wäre das so oder so gekommen? Oder ist es, nachdem man alle Planeten bereist hat? Oder ist es explizit nach Korriban? Weil, so wie ich hier gerade durchballer, ich meine, das ist ja der hohe Schwierigkeitsgrad. Und die machen nicht mal viel Schaden, diese Baumschüler hier. Warum bauen die... Die sind doch gerade gespawnt, die waren gerade noch am Teepusen. Ich hab's gesehen. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Piu. Ja, ne? Eine Schwäche wird offenbar. Ja, ja. Warum ist der noch nicht tot? Ah, guck wieder so eine Kick an. Da muss erst Mandalore um die Ecke kommen und aus der nächsten Nähe rumballern. Also der Adon heilt 67 pro Tick. Das ist ja nicht gerade wenig, ne? Aber diesmal ist das Arton rumzurennen wesentlich besser als beim letzten Mal, wo ich in dieser Bar rumgehangen habe. Und das, dadurch, dass ich die Bar noch nie betreten hatte, es sowieso so ein bisschen Schwierigkeiten gab. Also gut, die paar Sys-Schüler, die hier vor der Tür stehen. Vor allem die Hauptsache, weißt du, es ist eine Vorwartbasis. Aber klar, das Erste, was sie gemacht haben, waren erstmal welche Statuen aufzustellen. Diese Druide ist deaktiviert. Ja, die habe ich mich da XP beraubt, ne? Die Druiden wären ja überhaupt kein Problem gewesen zu töten. Guck mal, ein Sys-Leutnant. Die Brücke erinnert ein bisschen an so typisches Imperium-Bauweise, ne? Warum man so komische Brücken bauen muss. Oh, ein Sys-Lord. Noch ein Sys-Lord mit lila Lichtschwertern. Wie cool. Droppen die? Mein Wesen gehört euch. Davon habe ich noch mehr. Die Basis ist vorwärts, das Gebäude nicht. Achso, ja, stimmt. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Aber trotzdem sieht der Inhalt total modern aus. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Sag einfach Bescheid. Braucht ihr etwas? Die Ehre liegt bei mir. Ja, muss man es ehrlich sagen. War nicht so doll, ne? Aber hey, sie droppen nicht ihre lila Laserschwerter. Das waren vor allen Dingen angeblich Sys-Lords, ne? Da merke ich nichts von. Von ihrer Lordigkeit hier. Grab von Fredon Nutt. Oh, so schreibt man den. Mit Ds. Oh. Endlich habe ich euch eingeholt. Das Lager der Sys liegt in Trümmern. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich habe Kelborn von euren Fortschritten berichtet. Er lässt ausrichten, dass der Rest eurer Einheit bereits auf dem Weg nach Itzitz ist. Kex hat versucht, Informationen zu sammeln. Kex denkt, das könnte das Grab von Frieden Nett sein. Wir wussten, dass es auf diesem Mond ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass unser Lager direkt daneben aufgeschlagen war. Wer zur Hölle war denn jetzt Fredon Nutt? Ein gefallener Jedi. Er hat Onderon vor langer Zeit erobert und sich zum König ernannt. Die Mitglieder der königlichen Familie sind seine direkten Nachkommen. Diesen Teil der Geschichte Onderons würden seine Bewohner gerne vergessen. Wie könnt ihr das verpassen? Wir sind nicht hier, um die Gegend zu erkunden. Wir hatten Befehl, unauffällig eine Bergungsmission durchzuführen. Diesen Befehl haben wir befolgt. Zukas Langstreckensensoren haben auch nicht funktioniert. Wenn dieses Lager keine Nachrichten gefunkt hätte, würden wir immer noch danach suchen. Diese Trottel. Was ist das alles? Frieden Nett war ein dunkler Jedi. Er soll schlimmer gewesen sein als Revan und Malak zusammen. Dieser Ort ist böse. Die Sith sind eine große Gefahr. Ich spüre die Kraft der dunklen Seite. Frieden Nett muss wirklich mächtig gewesen sein. Das Echo seines Lebens klingt immer noch nach. Hier ruhen viele Geheimnisse. Ich gehe wieder nach draußen.
Ich muss den Pfad bis zu unserem Lager überwachen. Der Typ, der nicht auf Korriban begraben ist. Ja. Hab ich doch gesagt. Was heißt das? Das Schüler Burnham hat wieder in der Konsole geschlafen. Stimmt doch gar nicht. Das war die eine Frage, die ich richtig beantwortet habe. Ich habe dieses dumme Rätsel mit den Zahlen nicht hingekriegt. Ich habe hier immer noch irgendwo auf irgendeinen meiner Blöcke, den ich gerade nicht finden kann. Der liegt übrigens auf dem anderen Schreibtisch. Da habe ich immer noch diese Zeichnung. Ah, nee, warte, hier sind die Zeichnungen noch. Hier, meine Notizbuch von diesen scheiß Rätsel. Die Antwort ist übrigens 20, aber ich weiß noch nicht so richtig, warum. Weil ich mir immer noch keine Platte gemacht habe. Mit den Positionen. Das, mit den Kreisen. Das habe ich ja immer noch nicht gelöst, weil ich musste es ja vorhin nochmal lösen. Und ich habe ja aber so lange durchgeklickt, bis fertig war. Weil ich mir immer keine Ahnung habe. Mein Leben gehört euch. Ja, ja, mein Leben für Nasul. Och. Wie, die trainieren hier? Dafür haben sie Zeit? Oh, was ist das denn für Blitze? Die Zeit des Trainings ist vorbei. Ein Eindringling ist im Grab. Er darf nicht zu unserem Meister vorstoßen. Das Ritual darf nicht gestört werden. Ich muss wohl nicht betonen, was passiert, wenn wir versagen. Männer, folgt mir! Hey, sie machen die Tür zu. Ich finde das nicht okay, dass sie die Tür zu machen. Das zieht sich übrigens richtig lange hin, ne? Das dieser... So, ist das hier eine Tür? Ja, das ist eine Tür und das da auch. Sis Trooper. Das ist nur einer? Ich habe noch mehr davon im Angebot. Ich werde ihn lehren zu sehen. Ja, ja. Oh, sind richtig viele. Ah, hier sind Druiden. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Tja. Siehst du, das habe ich mir alles geklaut, als ich die Druiden deaktiviert habe. Das waren die echt doof. Guck mal, da gibt es gute Teile. Die könnte man, wenn sonst nichts, zumindest auseinandernehmen. Warum sind diese Druiden defekt? Eigentlich kannst du ja reparieren, oder? Als ob Visas irgendwelche Fähigkeiten in Sachen Druiden wieder erwecken hat. Ja, Hauptsache hier steht eine Weidenkiste rum. Lebenshaltungskit. Also dafür, dass das hier ein großes Grab ist. Oh, Energie der dunklen Seite. Oh, was? Du spürst, dass die dunkle Seite diesen Ort beherrscht. Eine mobile Faszination zerrt an deinen Nerven. Die Luft flirrt vor Wut. Halt dich in der Dunkelheit, kontrolliert eure Gefühle. Die Faszination nimmt nicht ab. Wilde, dunkle Emotionen umhüllen dich. Du weißt nicht, ob du dein geistiges Gleichgewicht bewahren kannst. Versuch dich für diesen Bereich zu bändigen. Widerstehe dem Sturm. Was ist denn besser? Ich widerstehe. Erfolg. Trotz der widersprüchlichen Gefühle, die in dir mit deiner Ringe erhältst, du deine Klarheit. Du hast die Versuchung überwunden, hast dich von der dunklen Seite widersetzt. Hätte Seitepunkte erhalten. Ja, aber für wen denn jetzt? Für Arton, weil der Truppführer ist? Arton ist doch schon. Ist doch schon in der. Die Ehre liegt bei mir. Ist doch schon in der Heldenseite, so weit wie er nur sein kann, oder? Ich meine, das geht ja per Assoziation. Was ist das denn hier? Eine alte Kiste? Menno. Gesperrt. Und hat eventuell jemand hier Fähigkeiten? Ja? Das ist noch ein altes Terminal. Wahrscheinlich muss ich das nutzen, oder? Sicherheitsüberbrückung? Wie heißt denn einfach Sicherheit benutzen? Ich kümmere mich darum. Das verdammte Ding ist blockiert. Was ist? Okay, dann müssen wir vielleicht mal diesen Computer benutzen. Ich höre. Die Sis haben an diesen alten Computerterminal gearbeitet. Es war aber eine dedikate Angelegenheit. Versuchen, das Terminal zu reparieren. Die Sis konnten den Großteil des Terminals-Kerns reparieren. Es muss noch eine einzige Gleichung gelöst werden. Die letzte Gleichung fehlen die mathematischen Operatoren. Mit den passenden Operatoren wäre die Gleichung ausgeglichen. Die Gleichung ist... Oh. Was braucht man als ersten Operator? Also das ist... Was? Warum geht denn die Logik einfach weiter? Was soll das denn? Okay, das ist... Ich muss das kurz aufschreiben. Ob es mehrere Möglichkeiten gibt? Es soll 13 ergeben, ne? Oh, gibt's... Ist da irgendein Weg, das nicht mit Try and Error zu machen? Das ist langsam aber sicher. Das ist echt nervig, dass sie das... Dass das irgendwie das Rätselniveau hier ist. Also, warte mal. Wenn es 6 mal 2 sind, wären es 12. Plus 8. Okay, warte mal. 6 mal 2 sind 12. Plus 8 sind 20. Naja, 6 mal 2. Okay, warte mal. Also, 6 mal 2 sind 12, minus 8 sind 4,
plus 9 sind 13. Verdammt. Ja, denn plus 8 minus 9, ne? Genau, okay, ich hab's. Also, multiplizieren. Wie muss der zweite Operator aussehen? Plus 8, subtrahieren und addieren. Das Terminal einschalten. So, ist das jetzt richtig? 6 mal 12 sind 12. 20. Ich bin doof, oder? Ich kann nicht rechnen. Offensichtlich nicht. 6 mal 2 sind 12. Plus 8 sind 20. Minus 9 sind wir... Ich muss es genau andersrum machen, ne? Ich muss minus 8 und plus 9 rechnen. Nee, oder? Und nicht, dass ich irgendwelche höhere Mathematik machen muss. Aber ich glaube, alles andere wäre auch zu schwer, oder? 20, 19, 12. Jetzt sind wir gerade bei 12. Warte mal, nee, ich muss Terminal abwenden. So, versuchen das Terminal zu reparieren. Das letzte Gleichen. Wie lautet der erste Operator? Ist natürlich immer noch multiplizieren. Dann ist es subtrahieren. Dann ist es addieren. Und dann ist es addieren. Und dann ist es natürlich vollkommen richtig. Weil es ist natürlich... Mal 1, ja. Mal 1. Genau. Ich sollte vielleicht erst in den Chat gucken und danach das irgendwie versuchen selber zu lösen, oder? Zum Näher einschalten. Was? Wie falsch? Darf ich nochmal? Wann habe ich letztes Mal gespeichert? Wahrscheinlich nicht so lange her, oder? Ist doch lange her. Hä? Jetzt stutzen wir. Habe ich mich verklickt? Warte mal. 12 minus 8 ist 4. 4 plus 9 ist 13. Egal, wie du Komma- und Strichrichtung machst, mal 1 ist es 13. Hä? Das war doch richtig, ihr Affen! Ja, okay, keine Ahnung. Also, das ist... Ja, war anscheinend zu hoch. Weiß ich nicht. Ich kümmere mich darum. Das verdammte Ding ist blockiert. Okay, das ist saumäßig dumm, hä? Das war richtig. Sie wollen wahrscheinlich irgendeine bestimmte Regel. Gibt wahrscheinlich mehr als eine Rätsellösung. Und sie wollten irgendwie was mega kompliziertes haben. Weiß ich nicht. Sie haben ja auch immer mit diesen Klammern da. Ihr macht kein Damage. Haben die sich gerade geheilt? Leute, was immer das da war, ist ein bisschen explodiert. Die Ehre liegt bei mir. Ich höre. Wer hat denn hier nicht noch Zeit, Granaten zu werfen? Die Ehre liegt bei mir. Ja, der gute Mandalore drückt hier guten Damage, ne? Ich finde es trotzdem nicht gut, dass mich das Spiel verarschen möchte mit sowas. Na gut.